Punkt. 2, 4, gleich ein bisschen schneller. 5, 6, 7, 8, dann noch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay, machen wir einmal durch zusammen. Okay, gleich gehen wir den Tab. Tab. Okay, nochmal mit dem Tab überkreuz. 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 Die Haltung der linke Arm der Frau auf der Schulter, so oben von was auf der Schulter, dann wird von hier ein Warnbild sein. Das ist ein Teil der Verbindung. Ja, also wenn das hier unten ist, dann blockiert das ein bisschen mein Arm und ich kann nachher hier keine Informationen geben. Spiel geht einfach nur die rechte Hand der Frau als Frau. Wichtig ist, dass die Schultern locker bleiben. Man muss nicht so angespannt, sondern locker. Ja? Das heißt, wir machen jetzt erstmal hier nochmal Lazy 1, damit wir erstmal ein Gefühl füreinander bekommen, eine Connection aufbauen können. Okay? Einfach erstmal nur jeder für sich. Das heißt, wenn die Frau auf der gleichen Seite steht, dann okay? Und wenn wir gleich das Gewicht für die Männer auf rechts haben, bleiben wir auf rechts stehen. Stopp. Alle das Gewicht auf rechts. Okay, jetzt ist wichtig, die Frau behält den Kontakt hier oben, der Mann geht so einen kleinen Tick runter, um mit dem Unterarm so einen leichten Impuls zu geben, um die Frau zu drücken und einen Schritt zu machen. Ja? Nicht mit der linken Hand drücken, es ist über den Rahmen. Und da ich ja hier schwer drücken kann, muss ich den Kontakt hier aufbauen. Okay? Das heißt, ich gehe ein Stückchen mit dem Unterarm runter, um quasi hier zu drücken. Ja, hier runter. Da drücke ich die Frau weg. Okay, das heißt 7 und 8. Dann stehen die Männer auf rechts, die Frauen auf links. Passt das bei allen? Ja? Sehr gut. Okay, jetzt kommt 1 mit dem Unterarm leicht drücken und den Schritt mit dem 1. Jetzt ist wichtig, beide verlagern das Gewicht. Sowohl der Mann steht jetzt auf links, als auch die Frau steht auf rechts. Ja, kommt das Gewicht ist auf rechts. So, den Arm würde ich direkt hier unten lassen, weil wir wollen jetzt eine Drehung mitgeben. Das heißt, wie so eine Teigrolle, sag ich mal. Du bist fest dieser Teig, keine Leute. Ja, also ich drehe hier. Hi, Fabio, I'm Fabio Di Martino and I teach the people the basics. I always keep it simple. People should enjoy, should learn it. And keeping the details of feeling and connection, so that they really have the strong feeling of the connection for Kizomba.